Hallo und herzlich willkommen zurück zum allerersten Video von der neuen Staffel von American Truck Simulator. Wir wählen jetzt einfach mal irgendwie hier jemanden aus. Es sind jede Menge Mods dabei, die ich hinzugefügt habe. Ich bevorzuge den Mac. Wir werden uns den Mac auf alle Fälle als erstes hier in der Staffel holen. Wir nennen uns einfach mal so, wie wir sind. Erstellen das Ganze. Jetzt kommt natürlich wieder die Musik dazu. Okay. Ich musste nochmal eine Map rausnehmen. Die Caribbean Map. Oder eine karibische Map. Aber scheint jetzt zu funktionieren. Haben wir jede Menge. Wir haben hier Montana, haben wir eine Expansion. Das geht jetzt aber nach North Dakota. Und hier haben wir das Kolumbien. Haben wir, ja, British Columbian von Promods. Dann geht's hier weiter, allerdings muss ich scheinbar hier noch ein bisschen rumbasteln, dass das alles in der richtigen Reihenfolge ist und man sieht das aus, als ob das da nicht weitergeht. Das Spiel sagt, wir sollen in Montrose beginnen, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach in Montrose. Also willkommen im American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir dabei das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Auftrag ist, eine Ladung leerer Paletten für Walmart sicher zur Entladestelle nach Montrose zu bringen. Dein Auftraggeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Ich bin hier wieder zu schnell. Ich mache gleich nochmal kurz die Musik aus. Wir werden nicht nur diesen Auftrag fahren, sondern wir fahren auch einen richtigen Auftrag. Wie auch bei der ersten Folge von der Euro Truck Simulator 2 Staffel. Ich habe auch noch einen anderen Grafik mal drin, aber wie gesagt, dazu komme ich gleich. Schauen wir uns mal die Karte eben hier an. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu laden. Okay, wir haben hier keine einzige Verbindung. Kommen hier da aktuell noch gar nicht hin. Ich glaube, da muss ich da vielleicht noch mal ein bisschen. Also wir kommen. Hier kommen wir auch nicht hin, so wie es aussieht. Oh, doch, da kommen wir vielleicht so hin. Genau, da kommen wir hin. Aber hier kommen wir halt nicht hin. Hier kommen wir auch nicht hin. Hier auch nicht so wirklich, also da muss ich noch mal hier ein bisschen an den Mods basteln, dass die richtig sind. Hier kommen wir rüber, da auch. Wir kommen zumindest schon mal nach Mexiko rein, also wir kommen hier nur nicht weiter in den Süden. Gut. Aber das wird sich mit der Zeit auch ändern. Auch hier runterkommen können. Dann haben wir hier oben jede Menge kleine Städte und so weiter und so fort. Vielleicht muss ich auch einfach nochmal die, vielleicht installiere ich nochmal die Coast to Coast Map, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier eine Menge zu erleben und ich mache nochmal kurz hier die Karte auf. Gut, Caribbean kann ich jetzt löschen. Das funktioniert hier ja nicht. Denn wir haben einige Mods mit drin. Wir haben. Oh Gott. Zum einen, wie man erkennen kann, auch wenn es halt ultra gerade leckt hier, habe ich einen anderen Grafikmod mittlerweile jetzt drin. Nicht den von dem. Wo ist denn der? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Das sind halt zu viele Mods. Das sind 35 Mods. Es ist. Aber die Modliste habt ihr sowieso immer zur Verfügung. Also es ist auf alle Fälle nicht die Brutal Weather Mod, die ich jetzt drin habe. Wir haben echte Firmen, wie wir sehen können, hier mit FedEx.
Das Einzige, was mir vielleicht noch fehlt, ist, dass dann wir noch. Wir müssen, ich muss nochmal einen Mod hinzufügen, dass wir auch die Firmen selber dann quasi haben. Also dass wir auch die Firmenlogos haben. Ja, wie gesagt, eine andere Grafikmod drin als die Brutal Weather Mod. Wir haben die Reformer Mexico Extremo, die Pass Mod. Dann haben wir die Reformer Sierra Nevada. Wir haben. Oh Gott, wir haben. Was habe ich da im Haken gerade hier? Wir haben Viva Mexico. Wir haben. Passmod, wir haben Montana, wir haben die Maxi-Map, wir haben Pro-Mod selbstverständlich. Vielleicht habe ich jetzt auch noch was vergessen. Wir fahren einfach gerade aus, okay, das ist ja sowieso eine kurze Fahrt. Und wir haben jede Menge Lecks, die natürlich an der Map liegen können, aber auch halt am Wetter-Mod. Also an dem Grafik-Mod. Haben wir Soundfix Mod drin, wir haben ja verschiedene KI Mods drin und ich habe noch zusätzlich hier drin Cargo Mods. Einmal einfach nur ein Stück normales Trailers in Cargo Pack von Jessicat und dann habe ich noch eins mit Military Cargo, die ich allerdings erst fahren werde, wenn wir die höchste Stufe haben, sprich wenn wir bei einer Zufriedenheit von 10% sind oder 10,0 sind. Das muss ich auch noch mal wieder einstellen, dass wir das Stand irgendwie jetzt hier eingestellt bekommen. Und was habe ich denn noch? Kurz raustappen und mal hochscrollen. Ach genau, ich habe auch für Pro-Mods, also falls wir mal Pro-Mods reinfahren, habe ich auch Frosty Pro-Mods mit drin. Ups. Und auch kurz gönnen hier. Okay, das mit den Trailern, das ist echt schon nice. Und ich habe noch drin Improved Trains, also wir haben längere Züge und so weiter und so fort auch mit drin, was auch ein Patch hat für Promod selber, dass wir dann quasi dort kanadische Züge haben und so weiter. Dampfloks kann es auch geben. Jede Menge Sachen, die wir vorher nicht hatten. Falls ihr noch Mod-Vorschläge habt und so weiter, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe auch gesehen, dass es eine Alaska-Map gibt, allerdings könnte ich nicht. Moment, ich konnte keinen Zoom einstellen, glaube ich. Ne? Doch, es gibt doch irgendwie Zoom. Auch noch Rückfahrkamera-Mod, aber ja, viel zu früh. Ach, ich mach's einfach erstmal so, Mensch, damit wir wirklich loslegen können. Genau, das muss ich nämlich auch noch einstellen mit dem anderen, dass wir das immer automatisch eingestellt bekommen. Habe ich ansonsten noch irgendwie was vergessen, was Relevantes? Nicht, dass ich wüsste. Ach, ich habe gesehen, dass es eine Alaska-Map gibt. Mal gucken, ob wir die, wenn sie gepatcht wird, auch nutzen. Eventuell packe ich noch hier die Coast-to-Coast-Map mit rein. Eventuell auch noch die Canada Dream-Map. Dass wir sowohl Canada Dream als haben, als auch hier Coast-to-Coast und
weiter und so fort. Dies ist eine Firmenzentrale, eine sehr schlichte Zentrale. Eine Garage nicht besonders, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen kannst, deswegen kannst du hier auch deine kleine LKWs einsehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und deine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Genau, wir haben ja schon. Okay, wir haben noch keinen LKW-Händler, wir bekommen erst die Nachricht erst später. Wir werden uns, wie gesagt, als erstes halt den Mac Anthem besorgen. So, das Gröbste hat jetzt eingeschaltet. Dann gucken wir mal nach dem Auftrag, den ersten Auftrag, den wir hier nehmen und fahren werden. Dauert natürlich erstmal, bis es geladen hat. Ja, das ist ein Militärfahrzeug. Düngemittel, was ist denn das Beste? Gehen wir einfach nur nach Preis, würde ich sagen. Oh ne, wir gehen wieder nach Preis, wo Stärkeinheit und nehmen da von der Seite dann halt das Bestmögliche. Das wäre dementsprechend dann Reifen von Montrose nach Alamosa. Also wie gesagt, Bots findet ihr immer als Dokument in der Videobeschreibung, beziehungsweise als ja, Google Docs Dokument, was ich halt immer wieder updaten werde. Wenn ihr Vorschläge für Mods habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was wir so alles erleben. Bevor ich sie auch wieder vergesse, diese Woche ist so gesehen eine richtig große American Schwachsinn Woche, wo wir täglich ein American Schwachsinnator Video haben werden. Und danach geht es halt immer weiter, dass es halt Samstag kommt. Genau. Okay, so ein Ding ist das alles so, ich verstehe. Wir haben 230 Meilen knapp. Wir haben jetzt auch mal Nachrichtigungen und dann können wir gucken, wie viel Geld wir uns holen müssen. Wie viel wir brauchen, um unseren ersten eigenen LKW uns zu kaufen. Und dann fahren wir jetzt erstmal Richtung Alamosa, 230 Meilen, wie gesagt. Wir bekommen 46.844 Pfund Reifen geladen und bekommen hierfür 6.216 Dollar. Was gefühlt sich am Grafikmod, aber es ist einfach nur eine Vermutung. Kann natürlich auch sein, dass ein paar Mods verkehrt rum sind, dass sie ein bisschen, dass es nicht richtig Reihenfolge und so ist. Muss ich dann mal vielleicht später nochmal nachschauen. Wir können eigentlich gleich links bleiben. Außen muss ich mal gucken, ein bisschen rumspielen mit den Mods und ansonsten Peter Behente entdeckt, auch nicht schlecht. Ansonsten muss man halt dann wieder, muss halt wieder ein weiterer paar Mods eventuell weichen, damit es halt smoother läuft. Kann aber natürlich auch an den Maps liegen selber, ne? Weil wir halt so viele Maps hier haben, ist ja nicht Vanilla. Ist ja mit diversen Maps hier zugepflastert. Weil die Festplatte ist teilweise halt schon echt gut ausgelastet. Weil ich zum Grafikmod auch noch sagen kann, beim Spieler vorbei. Es kann sehr gut sein, dass wir den Grafikmod sowieso rausnehmen, wenn die 1.40 da ist. Dann ab der 1.40 mit dem Standardwetter rumfahren. Ich meine, das normale Wetter ist natürlich auch gut, ne? Also ist jetzt nicht so, dass die normale Grafik von American Truck Simulator und so weiter nicht gut ist, aber da es halt
keine Vanilla-Serie ist, sondern oder keine Vanilla-Staffel ist, sondern schon moddet, habe ich mir halt auch gedacht, okay, dann packen wir halt einfach Grafikmod dazu. Nicht jetzt Brutal Weather Mod wieder, sondern mal was eventuell qualitativ hochwertigeres, was die Wolken betrifft. Jetzt hier noch einiges zu fahren. Wir kämpfen uns da, glaube ich, viel hoch und müssen uns viel hochkämpfen. Sehr schön, wahrscheinlich über denselben Creek wie gerade eben auch. Haben wir ja gerade ordentlich wieder schöne kurvige Strecken. Finde ich gut, finde ich, gefällt mir sehr gut. Und wir werden das natürlich auch wieder so machen wie bei ETS 2, dass wir nach jeweils 25 Folgen, dass wir dann wieder eine Eventwoche machen, wo wir dann halt 7 Tage in Folge in ATS halt in diesem Fall. Ich wusste ja was vergessen, ich wollte noch die bei den Audioeinstellungen, ich dachte, ich hätte schon alles eingestellt, aber ich wollte noch bei den Audioeinstellungen, warum? Jetzt kommt jetzt auch der Mist da mit rum. Genau das wollte ich anmachen und. Ah, machen wir mit US Soundfixes und. Signalton. Aber vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich wusste, ich habe was vergessen. Und das heißt, dann könnt ihr halt jedes Mal wieder auswählen, also bevor die Eventwoche startet, könnt ihr halt, mache ich eine Abstimmung, dann könnt ihr sagen, ob wir, oder könnt ihr abstimmen, ob wir jetzt uns Trailer XYZ kaufen und mit dem dann Frachten fahren oder ob wir, was weiß ich, nur Schwertransporte fahren oder nur für eine bestimmte Firma fahren oder oder sonst was. Oder ob wir nur World of Trucks Aufträge fahren sollen. Verdammt, die Kurve haben wir zu eng genommen. Haben aber zum Glück nur $180 Strafe zahlen müssen. Und ich glaube, wir brauchen so um die 120.000 für den Mac. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber da werden wir, nachdem wir die Fracht abgeliefert haben, werden wir nochmal nachschauen, wie viel das denn wirklich sind. Ah, ich finde die Landschaft echt geil, die wir hier gerade durchfahren. Echt super nice. Ja gerade, wir fahren die ganze Zeit hier mit 50, obwohl wir schneller fahren könnten. Wir hätten gekonnt. Diese Kurve mit 50 ist aber auch sportlich. Ich muss mich mal ein bisschen mehr hier konzentrieren und besser fahren. Aber ich muss schon sagen, ich bin echt sehr froh, dass die Staffel jetzt endlich beginnen konnte. Ich hätte wahrscheinlich schon viel etwas früher damit anfangen können, vielleicht so ein, zwei Wochen vorher, wenn ich nicht konsequent dabei geblieben wäre und nur bei, ich glaube, ATS oder ich glaube ATS.lt oder so, wo ich ja sonst immer geguckt habe. Und wo ich sehr lange immer nur geguckt habe, weil irgendwann, also ich war vorher auch auf anderen Seiten geguckt, immer auf Mod-Seiten und in der Vergangenheit war das halt immer so, dass ich halt die aktuellste Version halt eher bei ETS2.lt oder ATS.lt gefunden habe und ja, in diesem Fall war es nicht so. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, für eure schwachste Mannschaft 2 habe ich gesagt, okay, ich google mal, ob es eine neue Map, ob es schon eine neue Version der Map gibt für die neueste Version, weil es mir irgendwie komisch vorkam, dass es noch keine neue Version dafür gab. Und da gab es tatsächlich eine neue Version und dann habe ich mir dann gedacht, okay, machst du dann die Tage auch nochmal bei American Truck Simulator. Und 2 Wochen später habe ich das dann gemacht.
weiß gar nicht, ich glaube, ich habe angefangen damit, oder war kurz davor damit anzufangen, oder habe angefangen, bevor Lavan mich kurz angerufen hat, um was kurz zu beschnacken. Und ja, ich bin fündig geworden, habe jede Menge Sachen gefunden, auch gesehen, dass es eine Australien, also eine australische Karte gibt. Was auch relativ witzig ist, ich habe mit Lavan, ja, mit Lavan, für Lavan, ja, nachkommentiert seine American Truck, seine Euro Truck Simulator 2 Folgen, nachdem die Audioaufnahmen verschwunden sind oder halt nicht mehr da waren aufgrund des Verlustes mit der Festplatte. Und da habe ich zufälligerweise auch darüber geredet, dass ich halt von SR Software Extreme Trucker und Extreme Trucker 2 echt sehr nice fand und hoffe, dass es halt irgendwann auch mal in Zukunft, dass ich halt nichts mehr davon mitbekommen habe, dass überhaupt irgendwie so ein Game in der Art vorkommt oder released werden soll, wo man halt entweder im Outback fährt oder auf der, oder wo man halt so einen Vorschritt hat, dass man halt erst sagt, okay, man fängt klein an. Gut, haben wir jetzt natürlich auch, aber dass man halt nicht wirklich so den wirtschaftlichen Aspekt hat, sondern halt eher so den challenge-mäßigen Aspekt. Und dass man halt nach und nach weitere ja, Kontinente und Frachten freischaltet. Und hab dann, ich glaube auch im neuen Jahr muss es gewesen sein. Ich glaube am 6. oder am 5. müsste es gewesen sein. Am 6.1. oder 5.1. habe ich dann von. Ist mir dann vorgeschlagen worden von YouTube von Sachsen Let's Player, dass er da irgendwie gesagt hat, was eventuell rauskommen soll. Und da waren lustigerweise sehr, sehr viele Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, das, so ein Game wäre mal wieder nice. Und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut. Also, es werden höchstwahrscheinlich, wenn die Spiele wirklich rauskommen, einige sehr nice Spiele rauskommen. Ich glaube, es gibt Alaskan Road Trucker oder so, wo halt auch noch Survival mit drin ist. Und dann, ich glaube, Australian Truck World heißt das, glaube ich, wo man dann auch im Outback fährt und so weiter. Und dann gibt es auch, glaube ich, einen Truck Driver, was halt eher so ein bisschen Comic-lastiger ist, aber halt auch super geil mit weiteren Fortschritt, dass man halt so einen Fortschritt hat, dass man sich so gesehen weitere Missionen quasi erfährt von verschiedenen Charakteren, dass man halt auch obendrein dass man halt Frachten ausliefert und sich das, die komplette Spielwelt auch nach der Zeit auch verändert, je mehr man den Charakteren quasi hilft und so weiter, was auch sehr, sehr interessant ist. Also da kommt noch eine Menge auf uns zu und das waren jetzt nur die Sachen, die jetzt waren jetzt nur die Games, die eventuell dieses Jahr rauskommen könnten, ansonsten halt nächstes Jahr, die halt was mit Trucking zu tun haben. Bus-Simulatoren gibt es auch noch einige, die rauskommen können, auch mit ähnlichem, dass man halt so gesehen Missionen freischaltet und so weiter, muss halt erst ein Early Access, glaube ich, doch war das Early Access oder so, geht, wo man teilweise auch in Tschernobyl fahren kann und auch in China und so. Da bin ich, das sind so Spiele, da bin ich auch echt sehr gespannt drauf, wie das wird. Und da werden wir, denke ich mal, eine Menge Spaß mit haben und auch jede Menge interessante Sachen entdecken können. Das ein oder andere Spiel ist dann zwar eher, finde ich, was eher für Streams, wo man dann vielleicht von Zusammenschnitte machen könnte. Aber es sind interessante Spiele noch rauskommen.
also abgesehen von The Bus, dann gibt es ja, glaube ich, Bus World kommt auch, soll auch irgendwie, also ist auch in Entwicklung und so weiter. Also da kommen einige interessante Sachen noch raus, die jetzt hauptsächlich in der Simulationsbranche oder so gesehen sind. Boah, Sparte. Kann man, glaube ich, besser dazu sagen. So, jetzt haben wir nur noch 75 Meilen, bis wir dann in Alamosa sind. Und halt diese Improved Trains Mod da. Ich glaube, Passenger Trains können zwischen 5 und 15 Waggons haben, glaube ich. Oder zwischen 5 und 10 und Güterwaggons zwischen 20 und 60, je nachdem wie viele Loks davor sind. Also das ist, und es ist auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ne? Die Geschwindigkeiten sind auch angepasst, das heißt, sie fahren nicht langsam umher und so, sondern die fahren halt schon etwas schneller unterwegs und sind auch schneller unterwegs. Also da werden wir, glaube ich, sehr viel Spaß und Abwechslung bekommen. Audio lauter machen vom Navi. Also die Zoom-Funktion habe ich jetzt genau auf die Taste gelegt, wo sie auch bei Bussi Mathe 18 ist, sprich auf die rechte Maustaste, darf ich nicht vergessen. Das heißt, zum Zoom muss ich dann mal kurz in die Maus mit meiner Hand. Also wenn die Kamera dann mal irgendwann wackelt, dann wisst ihr warum, weil ich gerade zoomen will. Ansonsten ist sie eigentlich relativ stabil. Eigentlich sieht man das hier noch? Nee, ne? Ah, doch, kann man sogar sehen. Ne, kann man nicht sehen. Ich dachte, okay, mal zu den Truck, dann kann man es bestimmt sehen. Aber nein, kann man nicht sehen. Aber wie gesagt, wir werden uns auf alle Fälle den Mac Anthem als erstes holen und den dann halt auch erstmal fahren. In der Zukunft können natürlich auch weitere Mods dazukommen, weitere Truck-Mods und so weiter. Also die Mods, die jetzt in der Liste sind, das sind einfach erstmal so die Ausgangsmods, um es mal so zu nennen. Ich darf nicht vergessen, dass ich die Caribbean Map dann nochmal rausnehmen muss. Weil ich ja nicht will. Nachbremsen. Da will man einen Retarder eingebaut haben. Oh oh. Da will man einen Retarder eingebaut haben, weil ich dann eher mit einem Retarder bremsen, dann halt je nachdem, ne? Vielleicht auch mit der Motorbremse dann trotzdem noch weiterhin. Mal schauen. Merken, wir kommen in die Stadt rein, das ist ultra am Lecken. Standbild ist da. Ich wollte noch links gucken. Oh Gott. Unter 25, okay. Stay left. Then turn left. Das wird dann wahrscheinlich aber eher an den. Gleich auch noch an der KI liegen, ne? Weil wir andere KI haben, dass es da halt dann etwas mehr hakt. Ist natürlich nicht die Standard-KI, haben wir natürlich noch dann hier einen Grafikmod mit drin.
Oh, ist da jemand? Oh. Das war schön, jemand in das Schaufenster reingebrettert. Gott, oh Gott, oh Gott. Mehr als ein Denken konnte ich nun wirklich nicht machen. Holy Welt. Ich dachte, dass der bisher klappt. Die sind noch offen. 18 Meilen noch. War dann auch wieder eine relativ lange erste Fahrt. Stay right. Wir müssen mehr beschleunigen. Und ich fahre überhaupt noch hin zu Caterpillar. Okay. Hast du dann doch ein Update mit den Firmen? Dann wahrscheinlich nur mit ein paar Firmen, oder? Aber wir hatten ja auch Walmart, ne? Wir hatten nicht Wahlberg, wir hatten Walmart. Walmart? Ich weiß schon nicht mehr. Hatten wir Wahlberg? Ich weiß es nicht mehr, was hatten wir? Werbung für Gallen. Ja, ist schon nice. Ich bin mal gespannt, wie Mexiko und so dargestellt ist. Wir erreichen das erste Mal Alamosa. Das auf diesem Profil, aber das ist ja auch nicht schwer. Damit haben wir gerade erst begonnen. Schon mal links, wir müssen uns dann gleich nochmal links einordnen. Dann fahren wir jetzt hier. Oh, da müssen wir. Okay. Dann gehst du gleich wieder unter 25. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Ich bin auch sehr gespannt auf Pro-Mods. Vor allem, wie an die Grafikmod aussieht, wenn wir dann im Schnee fahren. Aber mal schauen, vielleicht kommen wir da ja gar nicht mehr hin. Aber ich denke, ich werde eine Menge auch im Voraus aufnehmen. Klar, die erste Woche sowieso im Voraus, aber danach wahrscheinlich auch nochmal. Weitere 7 Folgen oder so im Voraus. So dass wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, wirklich dorthin zu fahren. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich das halt sowohl für etwas zu spät mitbekommen. Aber ja noch so gerade gepasst. Ich habe mir auch so gedacht, dass ich dann, wenn die Eventwoche feststeht, dass ich dann halt auch dafür quasi so eine Art kleinen Trailer mache so. Das ist halt für jede Woche halt bevor, für jede Eventwoche, bevor die beginnt, dass wir dann halt so also keinen Trailer mache und dass wir dann da so richtig reinbuttern. Dann liefern wir mal ab und kassieren das Geld und schauen danach nochmal, wie viel Geld wir brauchen, was so unser erster Meilenstein ist, oder unser hauptsächlicher Meilenstein fürs Erste ist. Danach ist es ja eigentlich eher nur Geld verdienen, damit wir halt da wirklich gute Chancen haben, auch gute Sachen. Wir gehen natürlich wieder auf Gefahrgut. Auf die Transportausbildung. Der Transport gefährlicher Güter verlangt nach gut ausgebildeten Profis. Benutze deine hart erarbeitete Erfahrung, um folgende US.HAZMAT-Zertifikate zu erwerben und so dein Einkommen erheblich zu erhöhen. Klasse 1, explosive Stoffe, wie zum Beispiel Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition. Und für diejenigen, die vielleicht das erste Mal jetzt gerade hier zuschauen,
ich mache es immer so, ich gehe immer ein in der Reihe nach unten und fülle dann quasi immer Reihe pro Reihe aus. Sprich, erst Gefahrgut, dann Fernfahrten, hochwertige Fracht und so weiter und so fort. Haben wir das dann auch? Dann gucken wir nochmal eben kurz hier. Wir könnten auch von der Bank jetzt wieder hier Geldmittel annehmen. Wir schauen uns aber hier erstmal die Max an in Colorado Springs. Und am Ende des Ganzen, okay, wir brauchen 118.000, alles klar. Heißt, uns fehlen noch 110.000. Und dann schauen wir jetzt nochmal nach, welchen Auftrag wir denn höchstwahrscheinlich, oder was ist höchstwahrscheinlich, wir müssen ja nicht uns hinlegen, welchen Auftrag wir dann im nächsten Video, also sprich morgen, in welche Tour wir morgen fahren. Trockenfrüchte, ich würde sagen, das heißt, wir fahren dann morgen von Walmart Trockenfrüchte zu Costco. Nach Colorado Springs, wieder von Montrose aus. Wir bekommen dafür 8.751 Euro. Und wir haben auch hier John Deere, wir haben, was war Farmers Bar, wir haben Dolly, wir haben Dole, wir haben Union Pacific. Geil! Also, wir haben sehr viele nice Sachen. Heißt, wir fahren im morgigen Video ist wahrscheinlich mit dem Peterbilt 389 in der AKF 370 PS. 276 Kilowatt und 10 Ganggetriebe. Das Ganze dann allerdings nicht mehr heute, sondern im morgigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator 2 Video wieder.